Dieser Typ-Trick, der funktioniert immer. Der funktioniert immer. Ich sage euch das, das bringt die Gurken rein. Hier gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch Zauberei. Magisch, magisch ist das. Herzlich willkommen, VR-Gamer. Zack, McFly wieder am Start mit I Am Hungry VR. Bevor es jetzt aber losgeht, muss ich mich erstmal in einen Koch verwandeln, ne? Geile Kochschürze. Sexy Koch. Legt los! Ja. Als guter Koch wissen wir natürlich, Vorbereitung ist das A und O. Haben wir schon mal alles sehen hier? Eis wird gemacht, Burger werden vorbereitet. Hallo? Wir haben geöffnet! Sie sehen sehr hungrig aus. Nach einem saftigen Training. Oh, krasse Musik! Nice! Pommes! Kannst du haben und einen Käseburger. Flatsch! Einmal der Burger, einmal die Pommes und einmal die Zaubertüte. Hier gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch atemberaubende Tricks. Zack, und direkt wieder vorbereiten für den nächsten Gast. Wir wissen nicht, was kommt. Deshalb, alles Pommes. Oh, das kostet direkt alles Coole. Damit habe ich die Becher zurückgestellt. Sie möchte auch nochmal Pommes haben. Pommes sind fertig. Und ein Eis kannst du natürlich haben. Gut für die Zähne ist das aber nicht, junge Dame. Bei so einem dübschen Gesicht kann man nicht böse sein. Zack, bisschen Kleingeld für Tash. Einmal Pommes, alles klar. Und, oh, fast die falsche Soße. Einen Chili-Burger. So, junge Dame, bitteschön, lass es dir schmecken. Ah, danke, Kohle. Nehme ich natürlich gerne. Oh, ein feiner Herr, der ist neu. Du weißt, was du willst. Alles klar. Das ist mein Ding. Ach du Scheiße. Nochmal. Ein Eis. Ein Burger auf jeden Fall. Burger, Eis, Pommes, Cola, Eis und nochmal ein Burger. Nochmal mit Chili. Wir müssen kurz warten, bis das Patty fertig ist. Solange kann ich schon mal den Rest wieder vorbereiten. Passt das überhaupt in eine Tüte? Natürlich! Bitteschön. Wie gewünscht, alles perfekt. Warum lachst du mich denn jetzt aus? Dankeschön. Geld stinkt zum Glück nicht. So, Pommes vorbereitet. Cool. Oh, das wird ein saftiges Menü. Doch nicht? Einmal der Burger, einmal die Pommes. Bitteschön. Zaubertüte. Zack. Gar kein Problem. So, ich dachte, du wolltest mir eine Faust geben. Ah, da war die Kohle drin. Alles ist fertig. Okay, der reiche Schnösel hier. Boah, haust hier wieder raus mit seinem Menü. Zwei Eis, alles klar. Ein Käseburger. Eine Pommes. Eine Cola. Und nochmal einen Burger. Mit Chili-Soße. Gar kein Problem, ich muss kurz warten hier. So. Wow! Da staunt er, ne? Da staunt er. Dankeschön. Was ist das denn? Ist das ein Anime-Charakter? Gibt mir übelst. Elegant das Geld. Oh, ein klassisches Menü hier. Ein klassisches Menü. Burger und Pommes. Kommt sofort.
Nicht so aggressiv, nicht so aggressiv. Ich brauche Platz und Zeit hier, um meine Arbeit ausrichten zu können. Hat er verstanden? Hat er verstanden? Hier, Faust. Die finde ich am coolsten. Cola. Komm, ist nochmal vorbereitet. Oh, da kommt wieder die Mucke. Oh, boah, zum Glück willst du ein Eis haben. Wenn ich das jetzt weggeworfen hätte, wäre wieder Minus Geld. So, bin fertig. Komm, ist. Alles fertig. Wow! Ach, da brauche ich zwei Züge. Boah, ich kann es nicht glauben, wie schnell das geht hier. Das ist fast gut, das ist fast gut. Das ist nicht nur lecker, das ist auch schnell. Na? Schöne Dame, was kann ich für Sie tun? Eine Cola, ein Eis, oh, und ein Burger, den ich nicht vorbereitet habe. Anfängerfehler. Ja, wir müssen kurz warten. Aber wie sieht's denn aus, hä? Heute Abend, 20 Uhr, ein Date in dieser wunderschönen Küche. Oh nein, ich hab zu viel gelabert. Aber, oh, 9 musste ich, ne? Ah, lass mich immer ablenken hier, mit meiner Flirterei. Aber was will man machen? Ich meine, ich kann verstehen, dass wir Köche wirken wie Roboter. Also hier. Die Maschinen arbeiten für euch, aber auch wir haben Gefühle und brauchen Dates, brauchen Liebe, brauchen funktionierende Arme. Bis jetzt war das Tracking eigentlich immer ganz gut. So, das sieht nach viel Hunger aus hier, junges Mädchen. Wir haben auch ein paar neue Tricks gelernt, mal schauen, ob die... Ne! Moment, der Burger kam jetzt noch nachträglich dazu, oder? Das ist jetzt gerade verwirrend. Alles klar. Dankeschön. Möchtest du einen Burger? Bitte nimm Burger. Boah, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, ey. Boah, guck mal, das geht so schnell. Was? Kommt der gar nicht drauf klar. Da, Faust. Sehr schön, mein großer. Junge Frau, was kann ich für Sie tun? Ein Eis? Natürlich. Flüssigkarung, ne? Auch ein Burger. Alles klar. Pommes. Das ist ja ein richtiges Menü. So mag ich das, ne? Die Altmodischen hier. So soll es sein. Warum das böse Lachen? Das muss jetzt keiner verstehen. Vielleicht doch nur eine verrückte Omi. Die Kohle möchte ich haben, direkt auf die Bank. Damit es sicher ist. Er möchte einen Burger. Und ein Eis. Und eine Pommes. Kommt sofort. Zack. Zaubertrick. Bitteschön. Dieser Typ-Trick, der funktioniert immer. Der funktioniert immer. Ich sage euch das, das bringt die Kunden rein. Hier gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch Zauberei. Magisch, magisch ist das. So, einmal Fritten und Burger. Gern geschehen. Wie sieht das noch aus mit unserem Date? Also klar, du hast wahrscheinlich keinen Hunger mehr, du musst auch nichts essen. Aber, Entschuldigung! Ah, das wird noch mit uns, das wird noch mit uns. So, das ist bestimmt wieder eine große Bestellung hier. Ach nein, er überlegt immer so lange. Oh. Mist. Ruhe bewahren. Pommes? Warum möchtest du zweimal Pommes? Du stehst auf Pommes, oder? Lachte. Pommes! Ein Heilmittel gegen verseuchte Pommes! So, gucken wir, ob ich das richtig im Kontrolle habe. Ja, es kommt eine Münze daraus. Es leuchtet. Das sieht cool aus. Das ist ein Zauberburger. Ein magischer Zauberburger.
Lass es dir schmecken! Oh, unsichtbar! Magisch! Ich sag doch magisch! Er freut sich. Alles klar! Einmal schön in die Bank. Okay. Ein Klassiker hier wieder. Nicht so aggressiv. Oh nein, das merkt ihr nicht. Das merkt ihr nicht, den Unterschied. Bitte schön. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, einmal Kohle. Ich würde es eigentlich auch umsonst machen für euch, aber ich muss ja auch von irgendwas lesen. Leben. Eine Cola für die junge Dame hier. Weiß ich. Hast du es nochmal überlegt? Heute Abend. Hier so ein schönes Deckchen drauf. Ist schon romantisch, oder? Da hat sie geguckt. Sie überlegt. Ich würde mal sagen. Bin ich gerade blöd? Oh, die Cola. Ah, ich liebe es, toller Typ, ne? Schreib mir doch meine Handynummer auf. Dann sehen wir uns vielleicht, ne? Ah, guck mal, wie sie sich freut. Ich glaube, da geht was. Hat's gefunkt. Okay, einmal eine besondere Pommes. Ein normales Reis. Und ein normaler Burger. Ich soll euch doch nur schütteln, oder? Magische Pommes. Das sind auf jeden Fall magische Pommes. Wer was anderes sagt, der lügt. Da muss ich mir gleich nochmal anschauen. Ah, 3 Sekunden lang. Fang ich gar nicht mehr an. Tut mir leid. Ich muss leider verhungern, Leute. 2 Sterne. So, wir haben natürlich auch hier Anleitungen dafür. Kann ich einmal kurz zeigen. Wir sehen hier einmal den Patty. Das hat auch funktioniert, ne? Wir haben ihn genommen. Einmal geklatscht. Aber es klappt halt hier nicht. Im Spiel hat das funktioniert. So, und die Pommes. Die nehme ich. Die schüttel ich. Also ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Vielleicht muss man die auf den Tisch schauen. Ist da ein Tisch? Es wird aber nicht explizit einer angezeigt. Vielleicht muss ich das der Person vors Gesicht halten und dann so wackeln. Das könnte es sein, oder? Das könnte es sein. Und hier muss ich, glaube ich, nur schütteln. Und das muss ich umdrehen. Okay. Auf ein neues. Gäste? Ah, guck mal hier. Da reagiert doch jemand. Entschuldigung. Hast du meine Handynummer gestern nicht gesehen auf dem. Auf der Papiertüte? Ich weiß ja nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du anrufst. Ich meine, du kommst jetzt jeden Tag hier hin. Ich glaube, das liegt an mir. Guck mal hier. Aha. Also, dafür reicht dir das aber. Für mehr nicht? Komm schon. Oh, das wird wieder eine saftige Bestellung. Okay, 2-mal Pommes. Eis. Und die Burger. Einmal mit Käsesoße. Zweimal Pommes, ne? Und einmal mit Chili-Soße. Und dann habe ich, glaube ich, alles zusammen hier. Zack. Rudi!
Guck, wir haben Spaß. Das ist das Wichtigste an der Sache. Was ist mit dir? Du hast bestimmt so ein Fressfleisch, ne? Schön einen durchgezogen hier. Aber dafür sind wir doch da. Dafür wurde Fast Food erfunden. Du hast Hunger? Komm zum Tag. Und es geht in Sekundenschnelle hier. Sekunden. Euer Essen ist fertig, bevor ihr überhaupt wisst, was ihr essen wollt. Ah ja, Kohle, klar. Nehme ich immer wieder gerne. So, wollt ihr nicht irgendwie mal was Magisches haben? Du bist nicht magisch. Hab ich direkt gesehen, dass du nicht magisch bist. Cola, Eis, Bank. Kannst du mal bezahlen, oder? Ja, hier. Machen und Spaß. Juhu. Kabel. Okay, hier ein ganz klassisches Menü, Burger und Pommes. Oh, da hast du mal gerade meine Cola bekommen, ja? Dass du die leckeren Pommes gesehen hast. Ja, ruhig, wir sind mal fertig. Du musst jetzt hier nicht anfangen, schon vom Tablett zu essen. Wir packen Ihnen das noch ein. Hast du hier ganz schöne Augen? Ich meine... Die andere Dame hat sich ja nicht gemeldet. Da freut sie sich. Na gut, heute Abend, 19 Uhr. Das sehe ich als ja, oder? Das sehe ich als ja. Date klar gemacht, seht ihr? Imbissbodenbesitzer. Das ist es. Eine Cola und ein Burger. Ruhig. Das geht jetzt nicht schneller dadurch, ne? Du kannst auch ruhig bleiben. Sag mal ganz im Ernst, schneller! Also Tag gibt's doch gar nicht. Hä? Dankeschön. Einmal schön in Tisch. Was Magisches? Nein. Ein stinknormaler normaler Burger. Kannst du haben. Bitteschön. Einmal die Kohle. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wird wahrscheinlich lange dauern. Du siehst aus, als würdest du Pommes haben. Die überlegen mal so lange. Ich hasse euch. Pommes, das ist schon mal gut. Und noch eine Pommes. Okay, ich liebe dich. Da ist wieder was hingefallen. Was ist denn da hingefallen? Egal. Hier, einmal die Tüte. Einmal das Geld. Geht das auch schneller? Braucht immer so lange hier. Okay, ein Burger und eine Pommes. Was ist das? Das gilt. Wer was anderes sagt, der lügt. Die Juden Hunger. Merkt er gar nicht. Ab in die Bank. Direkt überwiesen. Der feine Herr mit seiner Superbestellung. Okay, noch eine Pommes. Dann muss ich reinhauen hier. Ein Chili-Burger. Eine Cola. Ein Eis. Eine Pommes. Und es ist vorbei. Nein! Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal auf das Date mit der Oma und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum Review. Hinterlasst natürlich ein Like, abonniert den Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf die Glocke.